Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OFM YouTube Champions Cup. Wir sind angelangt in der K.O.-Phase im Viertelfinale dieses Cups und wir gehen jetzt gleich nochmal rein in die in den Spielplan und Ergebnisse. Dann machen wir das nochmal ein bisschen größer. So, da haben wir hier die Übersicht über das Viertelfinale und da haben wir das erste Spiel, die SV Werder Ultras haben gespielt gegen den Los Blancos FC und das war ein Kantersieg mit 3:0. Schauen wir mal das Ergebnis an. Ja, da sieht man es, 61,2% zu 38,8% Ballbesitz und 5:1 Chancen. Das war recht eindeutig, dieses Spiel. Scrollen wir mal hier runter. Da gab es dann gleich in der ersten Hälfte einige gelbe Karten auf Seiten von Los Blancos FC. Ja, da haben sie wahrscheinlich mit Brechstange gespielt. Aber das hat alles nichts genutzt. In der 24. Spielminute das 1:0 für die SV Werder Ultras durch Ragnar Crawford, dem der Ball vor die Füße gesprungen ist. Ja, super. Dann schießt man halt auch Motore. Dann geht es in die zweite Hälfte und dann ging es so richtig los. Erste Chance in der 69. Spielminute durch Bertil Oehren und dann in der 76. Spielminute machen die SV Werder Ultras das Ding klar mit dem 2:0 und dann nochmal in der 87. Spielminute kurz vor Schluss das 3:0 durch Houston Chambers. Und damit war das Viertelfinale ganz geklärt für die SV Werder Ultras und kommen somit wieder weiter. Los Blancos FC leider ausgeschieden. Ja, vielleicht machst du beim nächsten Mal nochmal mit und würde mich freuen. Und dann gehen wir mal raus. So, in der zweiten K.O.-Runde, beziehungsweise in der zweiten Partie dieser K.O.-Runde, die Wisperbuben gegen Hallischer FC, da ging es ein bisschen knapper aus, da ging es 3:2 für die Wisperbuben aus. Da schauen wir uns auch mal das Spielbericht an. So, da haben wir dann 54,3% zu 45,7% Ballbesitz und 7:5 Chancen. Das war recht ausgeglichen, würde ich sagen. Und da ging es in der zweiten Minute gleich mit einer gegebenen Chance für den Hallische FC. Dann die 12. Minute eine Chance für die Wisperbuben. Und dann folgen nochmal drei vergebene Chancen für die Wisperbuben und letztendlich dann in der 27. Spielminute das 1:0 durch Eldon Ellington mit einem Kopfball. Dann geht es in die zweite Hälfte. Da geht es dann gleich munter weiter, 52. Spielminute, 2:0 für die Wisperbuben. Gleich im Anschluss nochmal 56. Spielminute, das 3:0. Und dann in der 66. der Anschlusstreffer für den Hallische FC. Und dann nochmal kurz vor Schluss das 3:2. Da ging es dann nochmal kurz runter, war es dann nochmal knapp vor. Da hat der Pogi Glück gehabt, dass das Spiel nicht noch länger geht. Sonst hätte, weiß Gott, noch hier der Ausgleichstreffer fallen können und somit gewinnt. Ganz knapp der Pogi mit seinen Wisperbuben und zieht in die nächste K.O.-Runde ein. Herzlichen Glückwunsch dazu und hoffe, dass der Hallische FC vielleicht im nächsten Cup nochmal dabei ist. Würde mich auch nochmal sehr freuen. In diesem Sinne. Gehen wir zum nächsten Spiel des Viertelfinals, der FC Roding e.V. gegen Juliana Athletik Langstrad gewinnt mit 3:1. Da gehen wir noch mal kurz rein. Ja, da haben wir dann auch 56,3 zu 43,8%. Das war eigentlich auch eine ganz klare Sache. Hier ging es dann in der ersten Minute gleich eine gelbe Karte für den FC Roding. Dann auch gleich in der 35. Spielminute, was später, die erste Chance überhaupt im Spiel
Und dann in der 42. Minute nochmal eine gelbe Karte für den FC Roding. Mehr passierte in der ersten Hälfte nicht. Und dann ging es wohl richtig rund in der zweiten Hälfte. Gleich in der Anfangsphase, 56. Spielminute das 1 zu 0, 64. Spielminute das 2 zu 0 und dann der Anschlusstreffer für den Julian Athletic Langstrath in der 69. Spielminute. Und letztendlich kurz vor Schluss in der 81. Spielminute kann Fabian Momot die Geschichte klar machen für den FC Roding e.V. mit dem 3 zu 1. Und somit auch hier ein ganz klarer Sieg auf Seiten des FC Roding e.V. und dadurch ausgeschieden im Viertelfinale Juliana Athletic Langstrath. Und auch hier würde ich mich nochmal freuen, wenn sie nochmal dabei wären im nächsten Cup in der zweiten Auflage. Und ja, gehen wir mal weiter nochmal. Das letzte Spiel hier im Viertelfinale bestritt der erste FC Biertrinker gegen den Red Bull Oktoberfest München. Und da ging es ein mageres 1 zu 0. Da schauen wir mal rein, was überhaupt Abgang ist in dem Spiel. Und man sieht's, brauche ich es gar nicht fast größer zu machen. 56,2 zu 44,8. Spielte sich eigentlich alles in der ersten Hälfte ab. 21. Spielminute gelb für den ersten FC Biertrinker. 27. Spielminute eine vergebene Chance. Scheitert am Torhüter, der Raphael Kilaage. Aber letztendlich, eine Minute später, kommt er dann zum Torerfolg, das 1 zu 0 mit einem Nachschuss. Und in der 71. Spielminute nochmal eine Chance in der zweiten Hälfte. Mehr war nicht passiert. Auf Seiten Oktoberfest München passierte gar nichts, keine Chance, gar nichts. Leider ein sehr, sehr ereignisloses Spiel. Aber dennoch Glückwunsch, meine Glückwünsche an den ersten FC Biertrinker zum Weiterkommen in die nächste K.O.-Runde. Und auch hier beim Red Bull Oktoberfest München würde ich mich sehr freuen, wenn er nochmal beim nächsten Mal dabei ist bei der zweiten Auflage. So, da haben wir dann das Viertelfinal. Haben wir jetzt mal rausgesucht, hier alles ist alles gesagt. Ja, die Videos werden immer kürzer, umso länger das Turnier stattfindet, werden immer weniger Teams. Von daher wird es jetzt noch ganz spannend. Meine Glückwünsche gehen dann an den SV Werder Ultras, an die Wisper Buben, an den FC Roding e.V. und den ersten FC Biertrinker zum Weiterkommen ins Halbfinale. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, willkommen hier auf OFM. Und dann schauen wir uns dann die Halbfinalergebnisse an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch was und wir sehen uns wieder oder wir hören uns wieder. In diesem Sinne, tschüss, euer Chris.